So, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Woche voller hoffentlich spannender Let's Plays und hoffentlich auch voller Genesung. Zumindest hoffe ich das aus meiner Sicht heraus. Es ist irgendwie, es wird gerade nicht besser und ich habe meine Kopfhörer. Wo sind die? Da sind sie. Ja, das ist schon fast vergessen. So, ich muss ja hören, wenn irgendwie einer der großen, fiesen Dinos ankommt und mich dann irgendwie platt machen will. So. Was fehlt dir denn jetzt noch? Eigentlich ja nur Leben. Kann ja nur Leben gewesen sein. Erst ist ätzend. Eigentlich sollte es ja irgendwie besser werden, aber ich habe den Eindruck, jetzt wird irgendwie schlimmer. Das heißt, ich muss jetzt nochmal zum Doc und das Ganze dann checken lassen. Ja, herrlich, da habe ich ja richtig viel dran nach. Ja. Eigentlich habe ich erst auch überlegt, eben so, ja, machst du jetzt wirklich mit Facecam wieder, machst du die Kamera dran, aber ich denke, es geht. Das ist ertragbar. Es ist ertragbar. So, ich glaube, das ist richtiger. Oder sagen wir so, man kann es ertragen, sicher. Aber es ist schon richtig nervig. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, das ist wieder was sich Ewigkeiten hinzieht. Apropos wegen Ewigkeiten hinzieht. Ich habe jetzt, letzte Woche ist ja relativ viel passiert und durch die Sachen, die davor so waren, hatte ich jetzt genug zusammen, um wieder eine Sendung Ork News der Woche dann halt zu rechtfertigen. Für mich selbst halt. Hatte dann fleißig aufgenommen. Und hab's bloß vergessen zu rendern. Ich hab mich tagsüber gewundert, so, hä, verdammt, so drauf geguckt, 3 Videos released, was ist da los? Wo ist Nummer 4? Also die Ork News? Hä, warum ist das nicht draußen? Guckst du nochmal nach, mach einen Rechner an, schmeiß so einen Blick mal drüber und so. Verdammt, das ist ja gar nicht gerendert. Ja, ist dann halt auch kein Wunder, ne? Wenn man entsprechend das vergisst und dann das nicht rendern lässt, dann gibt's das nicht. Das heißt, heute gibt's dann die Ork News, die holen wir dann heute nach. Aber da warte ich jetzt nicht bis zum nächsten Sonntag, weil jetzt gibt es ein bisschen mehr, was jetzt passiert. Jetzt kommen die ersten großen Spielekracher auch und alles, also von daher wäre es jetzt Schwachsinn, so lange zu warten jedes Mal. Das machen wir nicht. So, wir nehmen mal den Ton hier raus und lassen ihn gleich wieder einen neuen Ton machen. Na, ich habe es rausgewählt. Hallo? 74, ja, ja gut. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Ich glaube schon, also so viel wir da jetzt schon zusammen haben. Guck mal, wir haben 237. Ah gut, wir kriegen da jetzt vielleicht nochmal so 140 oder sowas müssten es, glaube ich, sein dann zusammen. Also ist nicht mehr so viel, was fehlt. Das möchte ich damit sagen. Das ist schon ganz gut. So. Oh, das ist wieder Kacker gemacht. Das gefällt mir. Sehr schön. Können wir das draufwerfen. Ah, die Steine, siehste. Die Steine müssen weg. Ja, das wäre sonst fatal. Und jetzt müssten wir eigentlich kurz loshotten. Ja, beziehungsweise, vielleicht sollten wir eher warten, weil wir kriegen ja Erfahrungspunkte nicht so knapp dadurch. Na guck mal, wir haben jetzt schon 100 zusammen. So. Und bis das dann weg ist, ne? Vielleicht so knapp 200 sogar. Oder? Ne, ich glaube, wir kommen doch nur auf 140, ja. Ja, das sieht doch genauso aus, ja. Puh, also praktisch immer das Doppelte von dem, was er da eigentlich anzeigt, kriegen wir dann wieder raus. Ja, so. Gucken wir gleich mal nach. Dann lag ich ja echt ganz gut mit der Vermutung, ne? Ja, das macht die Erfahrung. Wie viel fehlt noch? 65, ja, das geht. Achso, das ist schon wieder. Nee, hat noch kein Level-Up. Nein, ich will den Namen nicht ändern. Dufter und jetzt einmal kurz losgehottet zum Metall. Dann mal gucken. Ja, ich habe schon überlegt, wenn es jetzt, es ist ja jetzt Sonntagabend, ich weiß ja nicht, wie es mir da geht, vielleicht können wir dann Montagabend mal wieder einen Livestream machen, vielleicht geht das, dass wir dann auch entsprechend South Park weitermachen und halt auch zu Ende bringen, damit ich dann was anderes anfangen kann. Und ich glaube, ich möchte gerne, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das im Januar noch mache oder im Februar.
Müssen wir mal überlegen. Würde ich gerne. Ich denke vielleicht Ende Januar. Naja, das andere im Februar, das wäre dann zu lange hin. Ja, wobei Ende Januar ist ja dann schon. Aber nee, egal, ihr wisst, was ich meine. Weil viele Fragen immer so nach einigen. Ups, was war da rechts? Nach einigen Sachen, ne? So privater Natur und wollen halt immer alles Mögliche wissen. Und ich habe mir überlegt, hey, vielleicht könnte man, das ist nur so eine Überlegung, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich mache, aber ich weihe euch ja gerne immer alles ein. Zumindest alles, was euch was angeht. Und ich überlegte, vielleicht könnte man einen Livestream machen. Mit so einem kleinen Wettbewerb. Ja, und der Gewinner, der bekommt nichts direkt geschenkt, sondern er bekommt drei Fragen, die er stellen darf. Und eine dieser Fragen, also ich suche mir aus diesen drei Fragen, die er dann stellt, suche ich mir eine aus, die ich dann halt auch wirklich wahrheitsgemäß beantworte. Bin ich überlegen, ob man sowas machen könnte oder ob man sowas lieber lassen sollte. Bin ich mir nicht so ganz sicher, ich muss das noch vorher abklären. Nur mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, aber nur mal, um es euch so mitzuteilen, was bei mir so scharf geht. Ne, was in meinem kleinen Köpfchen momentan so vor sich geht. Neben dem ich vegetiere dahin und verkomme irgendwie, keine Ahnung. Sehe ich irgendwo ein Metall? Ich glaube hier hinten war welches hier, ne? Ah, guck mal, ja, da ist es doch. Wunderliche Nacht. Ist doof jetzt für. Ich würde normalerweise Holz mitnehmen, aber gut, okay, ist jetzt eh nicht so wichtig. Wichtiger ist das Metall. Ich hoffe, wir kriegen genug raus. Metall wiegt so viel. Ich bin echt verblüfft. Okay. Das ist viel Metall gewesen. Gucken, gibt's hier nicht noch eins? Ich glaube nicht. Also hier vorne war eins, aber das haben wir schon weggeschnetzelt. Und ich glaube, ansonsten gab es hier keins weiter, oder? Schwer zu sagen. Ich bin mir doch immer unsicher. Ich bringe das auch oftmals durcheinander. Naja, ich glaube, hier ist sonst keins weiter. Also zumindest sehe ich jetzt keins. Doch, da ist eins. War da nicht auch noch eins? Nee. Aber hier ist auf jeden Fall eins. Ich lasse mal den Stein fallen. Klar, der bringt jetzt nicht so viel, aber ein bisschen was geht schon flöten. Und ich habe gleich genug Metall, weil ich werde die anderen Sachen auch reparieren müssen. Und ich möchte vielleicht auch ein bisschen was mit Metall basteln. Also wäre das schon ganz vorteilhaft. Wobei ich nicht glaube, so wie das jetzt aktuell aussieht, dass wir alles mit... Oh doch, wir können alles mitnehmen. Sehr schön. Aber wir sind noch nicht mehr überlastet. Ja gut, er ist jetzt überlastet, ne? Aber naja. Oh, sehr gut. Es ist gut, dass er ein Level up hat. Dann kann ich nämlich sein Gewicht hochsetzen. Es ist echt das Problem, ne? Wir haben kein Fleisch. Das sehe ich echt als riesiges Problem an. Ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen wollen. Das Öl wegnehmen, weil das brauche ich definitiv. Möchte das Fleisch haltbarer machen. So. Achso, halt, geht ja nicht. Dann muss ich das nehmen. Ja, das hat sich jetzt schon eher gelohnt, ne? Gut, jetzt sehe ich gerade keinen weiteren Käfer, der rumkrabbelt. Aber ist auch eigentlich egal, weil wir haben gerade, ich denke, ordentlich. Ja, was heißt ordentlich? Also zumindest ein bisschen was bekommen, ne? Ja, dann werden wir mal ganz in Ruhe mit ihm zurücktapern. Ich denke, das ist in Ordnung. Das sollten wir natürlich mitnehmen. Gerade wo wir so ein bisschen ein Düngerproblem haben. Also wäre es vielleicht ganz vorteilhaft, wenn wir uns einen Ankylosaurus zähmen würden, ne? Weil der macht ja anscheinend größere Haufen. Ja, obwohl er viel, viel kleiner ist als unser Kamel. Was voll seltsam ist. Na gut, vielleicht ist das Kamel auch einfach nur vertrocknet und braucht Wasser, damit es noch richtig einen hinsemmeln kann, aber...
Also nenn mich verrückt, aber ich bin der Meinung, dieser Felsen war vorher nicht da. Ja, irgendwie sieht das hier ein bisschen anders aus. Seltsam, oder? Ein wenig. Ein ganz klein wenig vielleicht. Aber wer weiß. So, das Nikos regenerieren, dann zurücksprinten. Weil ich musste definitiv das machen und ich würde danach, glaube ich, gerne anfangen, diese Raptoren in der Nähe Platz zu machen. Und da hinten bei dem See, den wir haben, diese eine Ruine erkunden. Also ich denke, mittlerweile sind wir stark genug, dass wir eine Chance haben gegen diesen Direwolf. Und ich glaube, das könnte man dann durchaus mal versuchen.